Einen wunderschönen guten Tag, morgen oder guten Abend, wo immer ihr reinschaut und wann immer ihr reinschaut. Heute möchte ich euch mal was im Allgemeinen über Stress erzählen. Ich merke in letzter Zeit, dass Stress wirklich so ein Hauptwort ist und ich glaube, ich bin da echt schon Experte drin geworden, wie man wieder Stress rausnehmen kann und auch wo er hängt, was man sieht, all diese ganzen Geschichten da zusammen. Jeder kennt das Wort Stress. Jeder kennt auch das Gefühl, gestresst zu sein. Irgendwann, irgendwo in deinem Leben gab es das schon oder gibt es immer wieder. Wenn ich jetzt zwischendrin so nach unten schaue, keine Sorge, ich hasse nur meine Notizen, dass ich nichts vergesse, was ich mir abgeschrieben habe. Ich möchte das mal anhand von ein paar Beispielen erklären, die mir jetzt schon sehr oft begegnet sind oder auch immer wieder in ähnlicher Form vorkommen. Das heißt einfach, wo fängt Stress an? Was ist für wen Stress? Was passiert daraus und was können wir letztendlich tun? Ich erinnere mich jetzt, es ist noch nicht so lange her, habe ich eine junge Mama begleitet durch die Schwangerschaft. Und jedes Mal, wenn irgendetwas gewesen ist, was sie aus dem Lot gehauen hat, was Stress in ihr erzeugt hat, hat das Baby genauso darauf reagiert. Das heißt, es war ein Arbeitsstress, es war ein Trauerfall in der Familie, es waren verschiedene Vorkommnisse gewesen, die immer wieder einen Stress in ihr erzeugt haben. Und jedes Mal sagte dann der Frauenarzt zu ihr, ihr Baby wächst nicht mit, sie müssen jetzt versuchen, es zu brüten oder zu behüten. Dann ist der Kopfumfang nicht mitgewachsen, dann ist der Bauchumfang nicht mitgewachsen, dann war die Gesamtlänge eingeschränkt. Also immer, wenn ein Stress war, hat sich das am Baby direkt gezeigt. Nur mal so viel dazu, wie früh setzt denn Stress ein? Genau solche Momente passieren, wenn das in der Schwangerschaft mit vielen stressbelasteten Situationen durch Bauen, durch Partnerstreit, Konflikt oder gar durch Trennung, durch Verlust, durch Trauer, durch zu viel Arbeit und so auch passieren kann. So früh fängt es schon an. Dafür folgt dann natürlich bei den Kindern ein gewisser Stress. Aber da wir ja Gott sei Dank daran gearbeitet haben, ist es jedes Mal super gut geworden und beim nächsten Besuch war das Baby wieder voll normal entwickelt. Ist auch super gut auf die Welt gekommen, war null ein Schreikind gewesen, hat sich bis jetzt super etabliert und ein super gesundes Mäuschen geworden. Richtig toll. Sowas müsste viel öfter passieren, sodass wir auch früh anfangen, unseren Stress rauszunehmen. Das ist wirklich ein belastetes Wort. Es gibt den positiven Stress, wenn wir uns auf etwas freuen, wenn wir auf Urlaub, auf Geburtstag, auf eine Party, müssen aber noch dies und jenes noch organisieren und Koffer packen und weiß der Geier was. Das ist positiver Stress. Für gewöhnlich kriegen wir den ganz gut hin. Der negative Stress, dieser Distress, der macht uns natürlich sehr viel zu schaffen. Der aus Angst geboren ist, aus zu viel Arbeit, Überforderung, Reizüberflutung, zu viel Sorgen, ganz viele Dinge, die da dranhängen können, die einfach uns eben negativen Stress bereiten. Bist du einmal als Kind hingefallen? Ist ja bestimmt den meisten irgendwie passiert. Bist du hingefallen, weil einfach sonst was war, verheilt es schnell wieder. Bist du aber hingefallen, weil du lauter Stress um dich hattest, also Angst zum Beispiel, dann hast du dir schlimmer wehgetan, dann hat es auch länger angehalten. Das kann sogar so weit gehen, dass wenn du in einer früheren Zeit hingefallen bist, sage ich jetzt mal, hast einen Treppensturz erlebt und du bist vor etwas weggelaufen, weil du Panik hattest oder Zorn oder so, dann kann sich das so manifestiert haben, dass du auf einen Steiß geknallt bist und der Steiß Jahre später immer noch Probleme bereitet oder noch gar weitergegangen ist, dass es in irgendein Organ hineingerutscht ist, wie in die Niere oder so. Da ist nämlich der Stress mit hineingerutscht. Aber du weißt doch nach 20 Jahren nicht mehr, dass du damals hingefallen bist auf dem Steiß und hast vor lauter Panik, dass ihr einen Stress in dir eingefangen. Kein Mensch denkt das, nie im Leben. Also ist es ganz wichtig, mal zu eruieren, zu gucken, was ist denn los? Wo kommt denn her, der Stress? Dann hast du Streit mit einer Freundin oder die streiten sich.
Habe ich letztens auch gehabt, eine Kundin, die hat das völlig aus den Latschen gehauen. Richtig, sagt sie, du, das hat mich noch nicht mal selbst betroffen, aber es war so, als ob ich in eine volle Schockstarre geraten bin. Und da hat sich nochmal gezeigt, das war Gestik, Mimik, die Art des Streites, wie sie es in ihrer Familie erlebt hat. Obwohl es sie jetzt in dem Moment gar nicht betroffen hat, gab es totale Schwierigkeiten für sie, weil es in ihr damals Panik oder Angst ausgelöst hat. Also schon total verrückt, wie da die Zusammenhänge sind. Dann gibt es natürlich wirklich auch richtig alten Stress, wie eben vererbte Narben oder symbiotische Traumen, die noch anhängen aus der Familie, die wir noch überhaupt nicht registriert haben oder die die Kinder einfach schon mitbringen von dem, was alte Geschichten sind. Was im Moment auch noch ganz aktuell ist, sind auch noch Kriegsgeschichten. Wir sind alle davon noch nicht frei. Es geht noch in die Generationen hinaus. Das heißt, alle, die irgendwas erlebt haben, was mit Krieg zu tun hat, und sei es schon Opa oder Uroma oder wie auch immer, es hängt in der Generation oft noch fest. Wir sind damit noch belastet. Und auch das erinnert uns in englischen Situationen, dass wir stressbelastet sind. Also es ist völlig egal, wo er herkommt. Dann gibt es den typischen klassischen Familienstress, Eltern im Streit, mit dem Partner im Streit, die Kinder nerven oder ihr nervt die Kinder, die Kinder nerven euch. Das sind alles so viele Stresssituationen, die wir gar nicht abfangen können. Und wenn wir dann nicht wirklich lernen, nach uns zu gucken, nach unseren Bedürfnissen, nach unseren Wünschen und nach dem Ruhe, nach dem Rückzugraum, dann ist es super schwierig, das wieder loszuwerden. Und oftmals reicht es eben nicht nur, über Stress zu sprechen oder über die angestaute Situation. Manchmal braucht man wirklich feste Übungen oder eben auch Unterstützung, um die rauszunehmen. Aber das geht, das weiß ich. Da bin ich wirklich mittlerweile schon Expertin geworden, wie man Stress loslassen kann. Aber wirklich loslassen. Nicht nur so, oh ja, mal so einen 5 Minuten Entspannungsweg und es ist mir jetzt gleich mal wieder 2 Minuten gut. Nein, das muss schon richtig rausgenommen werden. Da kann man schon ganz schön viel was tun. Ich will es einfach nur mal so erklären, welche Dinge uns denn so schocken, was da so ist. Sei es der Stress mit den Kindern, sei es Hausaufgaben, wo bringe ich sie unter, der Babysitter fehlt. Es sind alles so, boah, super viele Sachen, die da hängen. Dann hast du Stress mit deinen Kollegen, mit deinem Chef, auf Arbeit. Es ist ein Mobbing da, es ist ein Unverständnis da, es ist zu viel Arbeit da, Kollegen krank, Kollegen in Urlaub, dann nimmst du deren Arbeit noch mit. Ja, wo soll es denn herkommen? Das ist Stress pur. Den nimmst du komplett aus dir raus. Beziehungsweise nimmst du erstmal komplett mit. Also insofern ist es wichtig, all den Schlons da loszuwerden. Also das sind schon wahnsinnig viele Sachen. Du stehst unter finanziellem Stress, der Job stimmt nicht hin und vorne oder du hast gar keinen. Ja, es sind einfach, die Welt ist voller Stress. Dort Krieg, dort Flüchtlinge, dort Politik, dort Wahlen, blablabla. Den ganzen Schlons um uns herum. Der eine nimmt es gelassener hin, der andere saugt es richtig auf. Es ist wirklich wichtig zu sehen, was man tut. Man ärgert sich über Kunden, man ärgert sich über Kollegen, man ärgert sich über die Kinder, über den Nachbarn, über die. Alles ist ein Stress. Und Stress macht uns krank, das muss ich wirklich sagen. Es geht bis zum Burnout, es gehen Ängste los, es gehen Sorgen los, Schmerzen kommen dazu. Es gehen verschiedene Anspannungen, nervöse Unruhen, Ticks entstehen. Es kann zu schlimmen Krankheiten kommen, Hautausschlägen. Es sind alles Formen von Stress. Jede Krankheit, jedes Ding ist eine Form von Stress. Jedes Organ ist damit belastet. Augen, Haut, Nieren, Leber, Lunge, es ist völlig wurscht. Wo kommt denn deins zuerst an? Die einen kriegen Bauchweh, die anderen kriegen Kopfschmerzen, die anderen kriegen Bronchitis ganz oft einfach durch einen Stress. Selbst wenn du eine Erkältung hattest, hattest du bestimmt, wenn du es mal genau überlegst, 3 bis 5 Tage vorher oder eine Woche früher einen Stressfaktor. Irgendwas hast du dich geärgert. Wenn dann dein Immunsystem nicht stabil ist, dann macht es Rums. Und es ist alles drin. Dauerstress macht natürlich auf Dauer auch dauerkrank. Also insofern, es reicht nicht nur immer, es zu reden. Manche reden ja noch nicht mal darüber. Das ist ja erst recht ganz schlimm.
Aber es muss raus, Stress muss raus und er muss losgelassen werden. Und es reicht nicht, es einfach nur zu bequatschen, sondern es muss auch in Übungen und es muss auch in Fleisch und Blut übergehen, dass er aus den Zellen und Poren sich löst, aus deinen Gedanken sich löst, sonst kommt er immer und immer wieder. Denkt mal darüber nach, was ist eure stressige Situation? Was ist euer Leben, das gerade umgekrempelt wird? Stimmt irgendwo was nicht? Manchmal bricht alles zusammen. Dann stimmt es in der Familie nicht mehr, dann stimmt es in der Partnerschaft nicht mehr, Arbeit, alles Mist. Das ist ja Oberstress. Oder auch eben in kleineren Bereichen, verschiedene andere. Überlegt es euch mal gut. Und bitte, 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 nehmt den Stress raus, lasst euch Hilfe geben bei mir oder anderen Menschen, die dazu bereit sind, euch zu helfen. Es ist wirklich wichtig für euer zukünftiges Leben. Macht's gut. Tschüss, Manuela, heile Praxis in Albig. Ciao.